Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Batman Arkham Knight. So, heute geht's weiter. Wir müssen auf das zweite Flugschiff und müssen da, glaube ich, mal die Waffen ausschalten. Dafür müssen wir jetzt aber dieses Schiff erstmal verlassen. So, da la. Hier, glaube ich, sind wir ja gekommen, oder? Geht's hier rein? Ne, hier geht's nicht rein. Okay. Dann müssen wir da wieder das Ding aufbrechen. Die Tür. So, hoffen wir, dass wir die gleich aufkriegen. Ja, schaut doch gut aus. Passwort akzeptiert. Und durch. So. Oh, schon wieder so viele Gegner. Fast kriegt 1000 Volt ab. Die Kampfanzüge der Miliz können kurzzeitig unter Strom gesetzt werden. Ich kann sie nicht schlagen, wenn sie in diesem Zustand sind. Toll. Okay, es bringt gar nichts. Muss ich denn da runter? Ich glaube, ich muss da runter. Und alle unter Strom. 1, 2. Komm da runter, dann mache ich dich alle. Was macht der? Seht euch da oben um. Jetzt Mama in den Arm zu brechen. Oh, kommt her. Zack, 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 zack. Greife an. Greife an. Alles klar. Schon sind sie down. Für den Wagen vorbereiten. Was darf es sein? EMP. Der Nahbereich EMP wird alle Fahrzeuge und Raketen in der Nähe lahmlegen. Sehr nützlich, wenn sie in die Enge getrieben werden. Alles klar. Exzellente Wahl, Sir. Nichts ist besser als ein Nahbereich EMP, um sich etwas Luft zu verschaffen. Keine Sorge, das Batmobil ist immun. So, jetzt aber raus hier. Jetzt mal hurtig. So, da komme ich ja wahrscheinlich eh wieder nicht raus. Genau. Dann gehen wir hier raus. Ach. So, da la. Hier raus. Genau, das ist, war das hier. Gehen wir hier hoch. Und da oben ist es, glaube ich, eh schon rausgehen. Zack. Und schon sind wir draußen. Gotham City. Schaut euch die Stadt an. Hammermäßig geil. Gefällt mir super. So, das ist das zweite Schiff.
Dann würde ich sagen, tun wir rüber gleiten. So, schauen wir, wo hier der Eingang ist. Vielleicht auch da vorne durch so ein Fenster durch. Ja, es wird wahrscheinlich an dem Pfeil auch dann sein. Die Nacht ist noch jung und schon gehen sich Scarecrow und der Knight an die Gurgel. Weswegen? Dasselbe wie immer. Wann genau der Knight Batman umbringen darf? Ich bin gar keiner um. Bin Batman. So, jetzt muss ich irgendwo hier runtergehen, oder? Ich hoffe mal nicht, dass ich gleich hier runterrutsche. 38. Nein! Nein! Hast du diese Knarre schon gesehen? Wie haben sie das alles bezahlt? Ich dann nochmal komplett hoch, ich dreh durch. Komm ich denn da rein? Ich echt hier hoch? Wir sind tausend und erst allein. Dieser Job ist doch besser, als in der Wüste abgelaufene Rationen zu fressen und sich beschießen zu lassen. Das kannst du laut sagen. Sogar meine Schutzweste passt mir. Der Privatsektor, Mann, das hätten wir schon lang tun sollen. Komm ich da rüber oder nicht? Dann muss ich von da ganz oben. Zum Glück haben wir so ein Seil, da geht es ziemlich schnell. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie ich da am besten reinkomme. Ich muss hier irgendwie rüber. Kann ich mir die irgendwie reinziehen? Schaut fast so aus, gell? Ja, probieren wir es mal. Nein, was ist denn da los? Mensch. Und wieder nochmal hoch. Mann! Jetzt aber. Bist du ruhig, Mensch? Zack. Oh, ich kann ganz schön springen hier. Ninjas oder was? Stirb. Bam. So. Oh, schwere Geburt, aber jetzt sind wir endlich in dem Schiff. Schauen wir mal, was wir jetzt machen. Hier ist auf jeden Fall eine Tür.
Hier, glaube ich, können wir die Mauer zerstören. Schaut schon mal gut aus. Gentlemen, aufgepasst. Unser ehemaliger Freund Mr. Stagg versäumte es, den Cloudburst aufgeladen und einsatzbereit zu halten. So, da haben wir die Luftsteuerung auch wieder. Ich brauche Leute in der Biotechnik, die Energiezellen zum Apparat bringen. Und ich brauche noch mehr Leute, die sie beschützen. Enttäuscht mich nicht. So, ich hoffe, das Ding fällt keiner auf den Kopf da unten. Dann sind sie nämlich Matsch. Okay, hier ist wieder so eine Trophäe drin. Können wir hier irgendwas hacken? Hacken. Okay, da ist eine Mauer anscheinend wieder, wo wir sprengen können. Na, jetzt streng dich mal an, Batman, los. Verschlossen. So, ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal auf. Ist auch ein Fragezeichen. Also eine Riddler-Trophäe. Und ein Rätsel. Aha, okay. Okay, geht gar nichts. Aber irgendwie muss man da reinkommen. Aha, okay. So. So, warte mal. Schauen, 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 überlegen. Das schaut aus wie eine Luke. Ach, was mache ich denn? Das war Schmarrn. Die schalten wir ab. So, dann schalten wir den gleich ab. Hä? Ah. Glaub, ich sehe schon. Wir müssen diesen einen darüber fahren. Dann schalten wir den wieder ab und fahren den wieder zurück. Genau, dann müsste es eigentlich jetzt frei sein.
Zack. Riddlers Trophäe gefunden. Sehr schön. So, dann gehen wir wieder zurück. Wir machen hier noch ein bisschen weiter. Zugriff auf Forschungsdaten. Nutzer-ID. Stack Simon, 29. Oktober. Die überarbeitete Formel funktioniert perfekt. Das Gas durchdringt Kleidung und wird problemlos durch Haut und Augen absorbiert. Gasmasken sind zwecklos. Die Resultate sind grausam. Zusammen mit dem Cloudburst ist das Potenzial enorm und lukrativ. Doch Dr. Crane hat kein Interesse an Geschäftschancen. Er will all unsere Arbeit vergeuden. Meine Arbeit für einen Racheakt. Es ist Zeit, die Zusammenarbeit zu beenden. Ich sollte Gotham verlassen, bevor er zurückkehrt. Zugriff auf Forschungsdaten. Nutzer-ID. Ach so, das war jetzt das Gleiche, glaube ich. Bitte! Es soll aufhören! Tür verschlossen. Nicht zum erhofften Durchbruch. Ich will nach Hause! Ich will nur nach Hause! Der Cloudburst funktioniert perfekt. Alfred, Stack und Scarecrow arbeiteten gemeinsam an einem Projekt namens Cloudburst. Aber wenn dem so ist, Sir, warum greift Scarecrow Stack dann an? Stack muss ihn hintergangen haben. Er ist wegen des Geräts hier. Ich verschaffe dir Zugriff auf Stacks Computernetzwerk. Such nach allem, was mit Cloudburst zu tun hat. Ich muss wissen, was das ist. Wie Sie wünschen. So, wie es denn aber weitergeht, würde ich sagen, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Würde mich natürlich auch über ein Abo freuen. Und ansonsten, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, euer Andi.